Zurück in Tostedt. Gerichtsvollzieher Peter Fengler hat einen Termin bei einem seiner Härtefälle. Ein Mann, der in einem Wohnheim lebt und seit Jahren der Kreide steht. Ja, heute sind wir beim richtigen Härtefall, dem Herrn Eckmeier. Der hat ziemlich hohe Schulden. Für mich auch etwas Neues. Ich werde mal sehen, wie der auf diese Nachricht reagiert. Der Mann ist alkoholkrank. Hallo? Hallo? So ist mit den Jahren die Schuldensumme auf fast 1.000 Euro gestiegen. Hallo? Ja? Guten Tag, Mauli, mein Name von International Casso. Sie haben eine offene Rechnung, aber Sie haben nicht auf meine Termine geantwortet. Wie kommen Sie hier rein? Die Tür stand offen, ne? Ist hier Tag der offenen Tür, oder? Ja, Problem. Was für ein Problem? Sie haben zwei offene Rechnungen, die ich hier sehe. Da würde ich gerne mal mit Ihnen sich unterhalten drüber. Welche Rechnung? Die Sie nicht bezahlt haben. Herr Bratenzahler. Würden wir uns gerne kurz ein ruhiges Plätzchen suchen? Ja, können wir das. Im Wohnzimmer. Ja, okay. Ja, du, Ingrid, ich komme gleich wieder. Statt Goldschmuck gibt's hier aber nur Staub und Dreck. Peter Fengler hat schon viel gesehen, aber das verschlägt auch ihm die Sprache. So, Herr Eckmeier, Quellekatalog. Ich habe jetzt zwei offene Rechnungen. Gab auch schon mehrere Mahnungen, die Sie jeweils ignoriert haben. Nee, auf mein Schreiben haben Sie auch nicht geantwortet. Mir kam nichts an. Ich habe Ihnen geschrieben, habe keine Rückmeldung bekommen, deswegen sitze ich jetzt hier. 900 Euro verlangt das Inkassobüro. Der Schuldner kann oder will sich nicht erinnern. Den Cockring, fragen Sie mich nicht, was das ist. Das ist für ein Penis. 5 Euro. Ganze 5 Euro haben sie nicht überwiesen. Wie kann das denn sein? Ja gut, wie gesagt, so Ratenzahlung, die haben stand flexible Ratenzahlung. Ja, dann müssen sie ja irgendwann zurückbezahlen. Die haben ja schon vor einem halben Jahr gekauft, den Cockring. Ja gut, die Frage ist, was verstehen Sie unter flexibel? Ja, aber irgendwann müssen sie das Geld überweisen. Ja gut, aber wenn da steht flexible Ratenzahlung, gehe ich davon aus, dass damit meine Flexibilität gemeint ist. Ich bin ja der Kunde. Es ist ja auch egal, was hier eher das Problem ist, ist hier ja Porna Premium. Das ist ja schon seit mehreren Jahren fällig. Nee, davon, also wie gesagt, so kann sein, dass ich damals, als ich 18 geworden bin, sowas gemacht habe, aber dass das jetzt weiterläuft, das... Um an das Geld zu kommen, müsste Peter Fengler noch viel schneller sein. Also ich weiß gar nicht, was sie jetzt hier eigentlich wollen. Ja, die kommen hier rein, keine Ahnung, ja, die denken auch, die werden irgendwie Beamte oder sowas, ja, die kommen hier rein, erzählen mir irgendwas vom GAU hier, von wegen Pornhub, ja, und was weiß ich. Ja, weil das mit dem Pornhub, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich gehe immer auf irgendwelche Gratisseiten, weil ich viel zu geizig dafür bin. Ja, und hier, ja, wegen meinem Cockring. Ja, 5 Euro haben für so einen Cockring. Ja, und die Sache hier, die kriegt man gratis, wenn man bei ice.de irgendwas bestellt, gibt es sowas immer gratis. 5 Euro für so eine Scheiße, dann sagen die, ja, flexible Ratenzahlung. Ja, aber was heißt flexibel? Ja, die denken auch, die können nach einem halben Jahr kommen und sagen, ah, wo ist das Geld? So, das verstehe ich nicht so. Seit seinem letzten Besuch vor einem Jahr hat er neue Schulden angehäuft. Ja, bei 2.000 Euro. Und die Nutten wollen natürlich ihr Geld haben, das wissen sie schon. Ja, ich verstehe das so. Ich hatte auch schon oft Freundinnen so auch gesagt, hier, wie sieht's aus? Ja, ich bin ja schon 2 Wochen zusammen. Mhm. Ja, so eine Tasche von Cartier oder wie die heißt, da muss schon drin sein, aber... Ja. Herr Eckmeier, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Die erste ist, Sie zahlen mir jetzt das ganze Geld zurück. Haben Sie das? Oder sind Sie arm? Wie viel Geld ist das? Das sind jetzt knapp 2.150. Wo soll ich das hernehmen? Genau, das dachte ich mir schon. Geld? Kein pfändbarer Besitz und ein leeres Konto. Hier gibt es nichts zu holen. So, dann müssen wir jetzt einmal rumschauen hier in der Wohnung, ob wir irgendwas Wertvolles finden können. Das ist nix. Ich hab echt nix, so. Ich hab einen angefangenen Kasten Bier oder so, ja, aber ich hab hier noch ein bisschen Stopftabak, ja, hier ein bisschen Turbo-Tabak, aber ich hab nix. Wie soll ich das bezahlen? Ich sehe schon, der Fernseher, der ist auch nicht mehr so viel wert. Nee, das ist ein ganz altes Modell. Ja. Das ist mindestens schon ein Jahr alt, das Ding. Also, das nimmt ja auch keiner mehr. Ja, eben. Ja, also das können sie mal lassen. Ja, gut, schauen wir uns einmal um. Ich gebe der Bank auf jeden Fall Bescheid, dass sie nicht zahlen können. Ich kann nicht zahlen, wie soll ich das bezahlen so? Mhm. Ja, jetzt fängt eh gerade hier Herbst an und so, dann geht man nicht einfach mal jeden Tag raus und sammelt Flaschen. Ja. Also das kann man im Sommer machen. Dann mache ich das auch fast jeden Tag, aber...
Peter Fengler rechnet nicht damit, Wertgegenstände zu finden. Dennoch muss er alles durchsuchen. Er hat schon erlebt, wie Schuldner plötzlich durch einen Lottogewinn reich geworden sind und das Geld zwischen der Wäsche, zwischen Tellern oder in der Matratze versteckt haben. Ach je. Was machen Sie jetzt noch? Ich muss jetzt einmal... Sie können doch nicht hier in meiner Wohnung... Ich muss jetzt einmal eine Einschätzung machen, ne? Sie können hier nichts einschätzen. Doch, das muss leider sein. Die Bank muss ja auch irgendwie an ihre Schulden kommen. Ja, ich hab nichts. Was ist denn mit der Katze hier unten? Wie viel ist die noch wert? Ich habe das für die bezahlt. Die Katze, die gehört meinen Eltern so. Die sind nur zu Besuch hier. Kann ich nicht machen. Na, viel ist sie ja nicht wert. Nee. Den kriegen sie auch nur für 2,50 Euro verschrottet. Ja, das ist ja nicht mal echtes Aluminium. Also das ist einfach nur ein bisschen Pappe und... Ja. Na, ich hab hier echt nichts. Also sie können sich gerne umgucken. Ja, aber... Was ist denn das hier mit dem Lego? Ja, nee, das... Das sieht schon wertvoll aus. Wenn Sie das anfassen, ja, dann... Das sieht schon... Also, ja. Das bleibt alles so, wie es ist, ja. Das können wir eigentlich fänden, also nein, das wäre beim Verkauf... Nein, das ist nicht mal fertig, also Sie können das nicht jetzt einfach... Das hier, wird schon Tausender geben, würde ich sagen. Nein, das sind völlig falsch informiert, also das bleibt schön hier. Ja, das, ja, aber Herr Eckmeier, irgendwie müssen wir ja an unser Geld rankommen, so können wir nicht kooperieren. Ich hab nichts. Für den Gläubiger ist das weniger gut. Dabei hatte der Mann genug Zeit, die Strafe zu zahlen. Der Audi, der mit dem Sportwagen da draußen? Nachbarn. Ist ja Ihre Initialen auf dem Kennzeichen? Nee, ich habe gar kein Auto, so. Ich fahre nur mit Fahrrad. Und die ganzen Lego-Sachen hier? Wie gesagt, so, das ist alles nicht mir, das ist alles geliehen. Also ich kann Ihnen das nicht mitgeben, so. Das ist ja nicht mein Eigentum, das ist nicht mir. Irgendwann kommt jemand und nimmt das wieder mit. Ja, das ist ja nicht meins. So, das gehört alles nicht mir. Was ist hier mit Ihrem PC? Nee. Brauchen Sie wirklich 4 Bildschirme? Die Sache ist also ich habe nur einen Bildschirm, ja, und die anderen Sachen, das ist alles Leihgabe. So. Und damit gehen Sie immer auf die Hartz-IV-Seite, wenn Sie einen neuen Arbeitslosenbescheid bekommen. Quelle ist bei mir im Verlauf ganz oben. Weil ja. Ich sagen, ich habe immer gedacht, so flexible Ratenzahlen, aber... Wenn Sie jetzt hier ankommen und zeige wieder, gehe ich woanders einkaufen. Hier bleibt sicher auch der Vermieter auf Renovierungskosten setzen. Für Gerichtsvollzieher Peter Fengler ist hier nichts zu holen. Ja, ich verstehe schon. Aber was haben Sie denn da? Was? Das ist doch eine originale Gucci-Cap. Nee, das ist, wie gesagt, das ist alles Fake. Ja, das ist alles... Die riecht schon noch original. Nee, das ist alles aus China. Ich kenne da jemanden, wenn der nach China fliegt, der bringt mir immer was mit. Das ist alles Fake, das ist nicht echt. Haben Sie irgendwas an Bargeld hier, an Bargeldbestände? Ich muss schauen, halt, ob ich... Zumindest eine kleine Anzahlung, die wir machen können. Die 50 Euro brauche ich noch fürs Bahnticket, ich muss morgen zum Amt. Aber... Ja, das ist ja schon mal ein Anfang, würde ich mal sagen. Ich habe Kleingeld. Also das ist schon mal ein Anfang, also da wird sich zumindest die Bank ein bisschen freuen, wenn sie da ein bisschen mit Kleingeld ankommen. Na gut, wenn Sie da sehen, dass da auf jeden Fall ein guter Wille da ist, ja, um die Schulden zu bezahlen. Ja, nee, wenn Sie nichts haben, dann werde ich das so notieren. Ja, ich habe gesagt, ich habe nichts, so das ja. Ich muss immer warten. So. Ich meine, jetzt kam erst ALG2. Ja. Ja, ich meine, ich sehe es ja. Viele haben sie ja nicht und das, was sie hier haben, gehört ihnen ja nicht. Ja, deswegen habe ich das. Das ist ja der letzte Schrott hier. Ich bin arm. Ja. Was soll ich machen? Ja, ich habe nichts. Ja. Es tut mir leid. Dem Forderungsmanager bleibt kein wirksames Druckmittel. Er versucht es jetzt ein paar Häuser weiter. Ja, das ist typisch für die Spezie YouTuber. Geld haben sie nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie sich so einen Job aussuchen. War ein Versuch wert. Ich werde der Bank jetzt Bescheid sagen, dass nichts zu holen ist. Und wenn wir mal sehen, wie die Bank weiterfährt dann. Und ja. Gott sei Dank ist der Kackvogel jetzt weg. Ne? Ja, der kriegt nichts. Der kriegt nichts. Ja, der kann jetzt hier nicht einfach reinkommen und sagen, oh, wir nehmen jetzt hier das Lego mit und alles. Ja, also gut, dass der jetzt gegangen ist. Ich glaube, ich muss jetzt wieder umziehen. Ja, ich werde mir das nicht gefallen lassen. So. Ich werde bei meinem Bewährungshelfer anrufen und werde fragen, was da jetzt vor sich geht. Weil, ich weiß nicht, ja, von ALG 2, reich wirst du nicht und Schulden zurückzahlen schon mal dreimal nicht. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal anrufen beim Amt. Mit der Unterschrift unter die Vermögensauskunft ist der Fall für heute abgeschlossen.